Just Cause 3 lässt es ab dem 1. Dezember richtig krachen. Das klingt furchtbar abgedroschen, tatsächlich hat der dritte Teil der Just Cause-Reihe aber das Zeug dazu, eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre zu werden, wenn man Lust auf Chaos, Narrenfreiheit und Zerstörung hat. Die Gründe dafür fassen wir in diesem Video zusammen. Just Cause 3 erzählt wie schon die Vorgänger eine Geschichte rund um Spezialagent Rico Rodriguez, deren Ausgangssituation passt allerdings auf einen Bierdeckel oder auf einen Kronkorken. Rodriguez besucht nämlich die Insel Republik Medici, die Heimat seiner Mutter steht unter der Knute von General Di Ravello, dem will Rico ein Ende bereiten. Und das war's. Ohne weiteres Vorgeplänkel gibt's direkt Remi Demi. Just Cause 3 soll Spieler nicht einmal zunächst in ein Tutorial-Gebiet einschließen. Die angeblich knapp über 1000 Quadratkilometer große Spielwelt wird nicht nach und nach geöffnet. Man soll direkt überall wüten können. Und zwar zu Fuß, in Autos und Booten, in Flugzeugen oder mit dem Wingsuit. Der gehört zu den größten mechanischen Neuerungen in Just Cause 3 und erlaubt in Kombination mit dem Greifhaken eine Fortbewegung, die fast schon an die Batman Arkham-Reihe erinnert. Das heißt allerdings nicht, dass der Fallschirm ausgedient hätte. An dem hängt Rico nämlich sehr und das diesmal sogar stabiler. Da der Wingsuit bei der Fortbewegung hilft, wurde der Fallschirm tauglicher für Kampfsituationen gemacht. Er liegt deutlich stabiler in der Luft und Rico kann während des Flugs sämtliche Waffen verwenden. Der Gleitschirm wird damit vor allem zu einem guten Begleiter, wenn das Leveldesign Kämpfe in die Vertikale zieht. Und das soll in Just Cause 3 öfter passieren. Die Spielwelt soll in der Fläche zwar der des Vorgängers entsprechen, dafür aber noch stärker in die Höhe und Tiefe ausgebaut werden. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, was man in dieser Spielwelt eigentlich tut. Die Antwort darauf ist den Vorabversprechungen zufolge denkbar simpel: Man soll so ziemlich alles zerstören können und das auf unterschiedlichste Arten. Das wichtigste Werkzeug in Just Cause 3 sind dabei, neben Waffen oder wunderbar crashtauglichen Fortbewegungsmitteln, Seile. Rico kann sich mit dem Enterhaken nämlich nicht nur zu Objekten oder Charakteren heranziehen und diesmal gleichzeitig schießen, sondern auch Dinge miteinander verbinden. Und das in Just Cause 3 gleich mit mehreren Verbindungsseilen pro unheiliger Union zwischen Soldaten und Gasflaschen, Autos und Flugzeugen, Bussen und Helikoptern oder allem, was euch sonst noch so einfällt. Das klingt mindestens ein bisschen absurd und vielleicht auch zu mächtig und das gehört zum Design. Spieler von Just Cause 3 sollen sich austoben und die Spielwelt demolieren können, ohne sich dabei eingezwängt zu fühlen. Teilweise wirkt es da fast schon, als würde man Just Cause 3 mit aktivierten Entwickler-Cheats spielen. Der Wingsuit ist so gut, dass es fast scheint, als könne Rico fliegen. C4-Sprengstoff muss man sich nicht erspielen, den hat Rico von Haus aus im Endlosvorrat im Gepäck. Zerstörte Gebäude werden, wenn es sich nicht gerade um die für die Kampagne wichtigen Stützpunkte des Generals handelt, in Ricos Abwesenheit wieder aufgebaut, damit er sie nochmal demolieren kann. Von Spielern gesteuerte Fahrzeuge halten etwas mehr aus als die von NPC-Fahrern und dank guter Rebellen-Connection lassen sich Waffen und Fahrzeuge per Knopfdruck an den aktuellen Standort liefern. Vor allem diesen Revoluzzer-Express-Versand schränken die Entwickler zwar ein und machen die Stärke der bestellbaren Güter beispielsweise vom Kampagnenfortschritt abhängig, grundsätzlich aber soll Just Cause 3 so chaotisch, überspitzt und bombastisch wie möglich werden. Zu viel Narrenfreiheit könnte dem Spiel allerdings auch schaden. So toll die Explosionen, die sich übrigens zu Kettenreaktionen verknüpfen lassen, auch aussehen mögen, ganz ohne Zusammenhalt durch einen Spielverlauf wird das pure Chaos früher oder später vielleicht auch langweilig. Aber es gibt ja eine Kampagne, in deren Verlauf Rico beispielsweise reichlich Militärstützpunkte oder Protzbauten vom ollen General Ravello zerdeppert. Es gibt ein Charakterfortschrittssystem, über das sich die Fertigkeiten des Charakters ausbauen lassen, weil man dann eben doch nicht allmächtig in Medici wütet. Und es gibt Open-World-typisch allerlei Nebenziele und Herausforderungen, inklusive Bestenlisten, an denen man sich versuchen und messen kann. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Spiel, das im besten Fall eine der unterhaltsamsten Open-World-Gaudis der letzten Jahre wird. Und wir freuen uns auf das, was aus Just Cause 3 wird, sobald die Modding-Community es erst einmal in die Finger bekommt. Just Cause 3